Oh, wow, wenn du so müde bist, solltest du einen Kaffee trinken. Ja, oder vielleicht Red Bull. Red Bull? Was ist Red Bull? Du kennst Red Bull nicht? Das ist ein Energy Drink. Bitte, Peter, geht aufs Haus. Und, wie ist es? Holla, 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 was geht, Partyfreunde? Oh, was zum Teufel sind das für Dinger? Vorhänge? Langweilig. Leck mich am Arsch, ist das voll hier drin. Hey! Das ist fabelhaft, macht das Zimmer viel größer. Peter, da bist du ja. Wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ein paar Red Bull gekippt, nach New York gefahren. Was soll's denn? Ah, hallihallo, mein kleiner Freund. Fertig. Wow, Dad, das war ja voll cool. Kann ich auch einen Red Bull probieren? Oh mein Gott, kannst du einen Red Bull probieren? Ich wäre beleidigt, wenn du es nicht hättest. Hier hast du ein paar Dosen. 1, 2, 3, 4, 5, gut, schon. Nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Das würde Woody Woodpecker sagen. Na gut, ich gehe raus und melk die Kuh. Peter, wo hast du diese Kuh her? Oh, das ist eine blöde Frage, Lois. Ich habe sie gekauft, damit wir jeden Tag frische Milch haben können. Oh, Mann, dieses Red Bull ist wirklich starker Stoff. Willkommen zurück zu Der Preis ist heiß. Wir drehen das Rad. Der Top-Gewinner des Tages ist Peter, also dreht er als Erster. Kommen Sie, Peter, so nah wie möglich an einen Dollar, ohne drüber zu kommen. Gut, Peter, während wir auf das Rad warten, wollen Sie jemanden grüßen? Oh ja, Drew, ich grüße Lois, Brian, Chris, Dewey, Meg, Joe, Bonnie, Quagmire, Cleveland, Moore, Seamus, Adam West, Dr. Hartman, Bruce, Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Jillian, Consuela, den Riesenhahn und alle, die mich kennen. Okay, die freuen sich bestimmt. Wow, jemand sollte einen Krankenwagen rufen. Hey, was soll das? Hä? Hast du vielleicht ein Problem? Hä? Was aus Maul? Was aus Maul? Was meinst du denn damit? Ich meine damit, was aus Maul? Das meine ich damit und das eben geht aufs Haus. Ich muss was erledigen. Moment mal, wo willst du hin? Ich will die Treppe runtergehen. Ja, dafür fällt jetzt eine Gebühr an. 10 Mäuse. Hey, kann ich... Ich will... Stewie. Hör zu. Komm schon. Ich. Lass mich. Du. Das ist... Kann ich... Ah, ich hab dich nur verarscht, Mann. Du kannst gehen, wohin du willst. Das war nur ein kleiner Spaß. Warum bist du bloß immer so Ich gehe mal trainieren. Schon wieder? Das ist das 8. Mal heute. Ich bin erst zufrieden, wenn sich jedes einzelne Gefäß unter meiner Haut abzeichnet. Sieh mal, wie venenmäßig ich bin. Wenn Frauen auf irgendwas echt abfahren, dann sind das Venentypen. Ich hab Venen. Die pumpen Blut quer durch meinen Körper. Damit gewinne ich den nächsten Grand Prix in Europa. Ich krieg 12 Punkte von Österreich. Bezweifelt das hier etwa jemand? Ah, ein neuer Muskelmann-Tag bricht an. Guten Morgen, meine strammen Freunde. Oh nein! Was ist passiert? Das werde ich dir gern verraten. Die Steroide wirken nicht mehr. Du bist so schwach wie wir anderen. Und wenn du raus willst, musst du eine Gebühr abdrücken. Bleib weg von mir! Bleib weg von mir! Stewie, nein! Den perfekten Zugang zu Müttern mittleren Alters ausfindig gemacht. Musikalische Unterhaltung für ihre Partys. Musikalische Unterhaltung für ihre Partys. Hey, wo trinken Sie den Chardonnay? Du schreibst alle Songs, du hast die bessere Stimme, du hast den scharfen Körper. Oh mein Gott, Babe. Und du hast alle coolen Sprüche drauf, so wie ich werde euch alle töten oder was zum Henkel oder so. Es heißt Henker, aber ja, du hast recht. Ich bin, klingt das durchs Mikro so, als würde ich Henkel sagen? Soll ich Henkel sagen? Und trotzdem denken alle, dass Brian der Star der Gruppe ist. Wer denkt das? Ich weiß nicht, ich meine ja nur, nach jedem Auftritt streicheln die Fans immer Brian und nicht dich. Mich darf niemand streicheln, das ist illegal. Ich sehe es nur ungern, dass Brian all die Aufmerksamkeit bekommt, die dir zustehen würde. Du solltest ihm nicht trauen. Es ist schwer zu glauben, dass Brian mich hintergehen würde. Er war für mich da, als ich voll am Arsch war. Siehst du, Brian? Jetzt war ich voll am Arsch. Danke, dass du zugesehen hast. Verschwinde, wir wollen gleich Chardonnay trinken. Jungs, während ich mich nach Wasserfahrzeugen in Seenot umsehe, brauche ich einen Statusbericht über die hydraulische Greifwinde. Jungs? Wir haben zu tun, Aquaman ist hier.
Ich hab gesagt, ich bin nicht Aquaman. Ich bin der Submariner. Was hast du drauf? Ich bin wie Aquaman, aber Fische hören nicht auf meine Befehle. Das ist doch das Beste. Aquaman kommandiert nur Fische rum. Nein, er kann auch unter Wasser atmen und er ist so stark wie ich. Ist nicht jeder stark unter Wasser? Nein, nein, nicht so stark wie ich. Ich kann einen Riesenoktopus total weit wegboxen. Hey, Jungs. Hey, Aquaman. Ja! Hey, lass einen Fisch etwas machen. Ach was, Leute, ich weiß nicht. Na gut, dann mache ich vielleicht, das. Wow, ein echter Superheld. Ich habe kleine Flügel an meinen Füßen. Ja, es ist rum. Es ist rum. Geht das ein bisschen leise? Ich muss ein FaceTime-Gespräch mit meiner Frau führen, wo wir gleichzeitig sprechen und dann aufhören und dann wieder anfangen und dann lachen müssen. Hallo, Schatz. Nein, nein, Ritu. Du zuerst. Hallo, Paps. Oh Gott, Stewie, du bist so groß geworden. Nein, ich bin nur im Vordergrund. Du bist jetzt so groß wie deine Mutter. Er kapiert das mit der Perspektive nicht. Ich will mich von Mami verabschieden. Leb wohl, Schatz. Ich wollte gerade sagen... Alles ist kacke. Lois, sind das nicht geile Plätze? Erste Reihe. Ich hoffe, der Priester holt mich auf die Bühne und tanzt dann mit mir. Als ich letzte Woche hektisch in diese Gemeinde versetzt wurde, hätte ich nie gedacht, dass meine erste Pflicht eine derart traurige Angelegenheit sein würde. Wenn eine Familie ein Kind verliert, ist das wie der Verlust einer Wissensecke beim Trivial Pursuit und man muss beim Spielen immer darauf hinweisen, nicht vergessen, ich habe Unterhaltung schon und das nervt brutal. Unser erster Redner ist Rektor Shepard. Mac Griffin war ein ehrlicher Mann, ein guter Mann, ein Mann, der wusste, wie... Um Himmels Willen. Mir fällt nichts ein. Echt ein Jammer, dass niemand hier ist. Ich weiß, nicht mal wir sind hier. Das war die richtige Entscheidung. Hey Chris, tut mir voll leid, dass deine Schwester tot ist. Wenn es irgendetwas gibt, was du in dieser schwierigen Zeit von uns brauchst, dann... Marken! Was? Marken, ich brauche Marken! Okay, sollst du haben. Wow, baggern mich die Beute an, weil meine Schwester tot ist? Cool! Ich wünschte, Joe würde in dieser Kiste liegen. Das wünschte ich auch. Oh, hab ich das etwa laut gesagt? Nein, aber mittlerweile weiß ich, was du denkst. Es ist bald soweit, Schatz. Echt unfassbar. Es ist kaum jemand gekommen. Oh, das war's. Ich werde in einer neuen Stadt ein neues Leben beginnen. Oh, Entschuldigung. Weißt du nicht, was ein Rosenkranz am Türknauf bedeutet? Und ich war ehrenamtlicher UN-Übersetzer. Konabra! Er ist wegen irgendwas sauer. Und er scheint sehr schnell zu sprechen. Er spuckt immer, wenn er sagt. Und das passiert in dieser Sprache recht oft. Ich soll seine Frau und ihn heute Abend ausführen. Also wenn jemand ein gutes Restaurant hier weiß, Sushi oder Tapas. Irgendwas, wo sie immer was an den Tisch bringen, damit man Gesprächsstoff hat. So wie, was ist das? Das sieht aber gut aus. Krieg! Oh, Krieg! Krieg! Der letzte Satz gegenüber Krieg! Oh mein Gott, Brian, ich war gestern auf einem Baby-Rave, hab mir M&M eingeworfen. Eins von den roten. Ich bin geflogen. Ich war noch auf bis ich weiß gar nicht wie lang. Als ich nach Hause kam, lief The Mentalist noch. So lang war ich auf. Morgen, Familie. Wenn mich jemand braucht, ich probiere meinen neuen Rasenmähertraktor aus. Rasenmähertraktor? Hör endlich auf, diese albernen Sachen zu kaufen. Du hast gerade so viel Geld für diesen Waschbärisch-Übersetzer verpasst. Keine Übersetzung nötig. Sagen Sie ihm, wir reden weiter, wenn er sich wie ein Erwachsener benimmt. Hey, wie läuft's, Quagmire? Oh, jetzt höre ich die Vögel zwitschern. Ich dachte, die wären alle weg. Ich habe nämlich nur ein Rasenmäher gehört. Und was ist das? Der Wind in den Bäumen. Gut, das gibt ihn noch. Was machst du da? Pflanzt du Blumen ein? Warum gehst du nicht Joe auf den Senkel? Geht leider nicht. Er ist in Vegas und guckt sich diese behinderte Cher-Imitatorin an. Ja, wir wollen alle die Zeit zurückdrehen. Das ist die fetteste Sitzovation aller Zeiten. Verdammt, wo habe ich ihn nur hingelegt? Was suchst du denn, Brian? Den Steakknochen, den du mir gestern gegeben hast. Ich habe ihn verlegt. Hast du ihn mit nach draußen genommen?
Ach du Kacke, Quagmire, geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut. Aus meinem Kopf schießt Blut, du Idiot. Nimm deine Hand weg. Oh Mann, gut. Halt still, Quagmire. Ja! Oh mein Gott, da ist ein Stück von deinem Gehirn dran. Ah, das ist bestimmt nicht gut. Naja, macht nichts. Ich verfütter es an meinen Hauszombie. So ist brav, ja. Hast Hunger, oder? Ja. Ist mir zugelaufen. Als ich ihn gefunden habe, hing er mit dem Gesicht in einem Maschendrahtzaun irgendwo in der Innenstadt. Ein paar funktionierende Beine, die nehme ich. Erster. Was? Ach, komm schon, Quagmire. Ich hab Erster gesagt. Gut, gut, du hast recht, du hast Erster gesagt. Wow, seht euch das an. Ein Sorry-Brettspiel. Darf ich mal? Da fehlen 3 Figuren. Wie weißt du das? Ich kann alles schütteln und rausfinden, was genau drin ist. Du kriegst noch 11 Mal deine Tage. Cool, eine VHS von Eraserhead. Das kann ich gut brauchen, wenn ich nie wieder schlafen will. Heilige Scheiße. Was ist da? Eine magische Billardkugel. Das Ding verrät dir die Zukunft. Nein, tut es nicht. Das ist nur ein blödes Spielzeug. Ich weiß nicht. Testen wir es. Gibt's dieses Jahr an Weihnachten Schnee? Oh mein Gott, die Kugel hat recht. Ich soll später nochmal fragen. Woher wusste sie das? Leute, von jetzt an lebe ich mein Leben nach der magischen Billardkugel. Sie wird mich leiten, wie der Küstenvogel die ersten Pilger nach Boston geführt hat. Was ist los mit unserem Freund? Nun, Mr. Griffin, es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich werde ganz offen und direkt sein. Er ist schwarz. Nicht der Freund, Quagmire! Ach, der. Nun, Mr. Quagmire, Sie haben einen schweren Haiangriff hinter sich. Zum Glück werden Sie sich erholen, aber Sie werden lernen müssen, ohne Penis zu leben. Oder vielleicht nicht? Huh, was ist das? Ist das Ihr Penis? Nein, ich mache nur Witze. Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut küssen. Gut, dass wir gewartet haben. Giraffini! Siehst du, ist nicht von mir. Hast du was gehört? Nein, alles gut. Okay. Joe, du bist betrunken. Okay, betrunken. Gib mir deine Schlüssel. Oh, und ich bin auch betrunken, also gebe ich dir meine Schlüssel. Okay, jetzt können wir beide nach Hause fahren. Haben Sie was getrunken, Sir? Nein, Officer. Ich hatte nur ein Glas Essen zu meinem Wein. Okay, ich muss Sie bitten, auszusteigen und geradeaus zu laufen, Sir. Kommen Sie gut nach Hause, Sir. Es sind heute viele Verrückte unterwegs. Das ist Madame Vita. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Du sprichst erst, wenn ich es dir sage. Hi, Peter. Woher kennt sie deinen Namen? Peter, willst du jetzt so lange knien, bis die Folge vorbei ist? Das wird nicht funktionieren. Was ist das? Halt deinen Kopf zwischen die beiden aufgehängten Baumstämme und du gewinnst einen Gratishut. Das ist ja nicht schwierig. Komm schon, du fetter Wichser. Na los. Und wer lacht jetzt? Ich hab meinen Hut. Würdest du das auch machen? Niemals! Sieh zu und staune. Ja, Spaß! Ha, öffentliche Erniedrigung. Du musst ein US-amerikanischer Senator sein. Der war gut, Joe. Komm zu mir an den Grill mit meinen anderen liebsten Kumpels. Ja, hier ist es super. Nein, 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 nein. Wir rauchen, wie ich sehe. Nein, wir rauchen nicht, wir vapen. Was ist der Unterschied? Rauchen ist was für Loser. Vapen ist für Arschgeigen. Oh, ich will auch eine Arschgeige sein. Besitzt du 19 Hüte? Ich hab nur einen, eine Stussy-Kappe mit einem flachen Schirm. Sei willkommen. Das ist famos. Oh mein Gott. Wo Rauch ist, ist auch... Der Vapor, Stewie. Wenn Mom und Dad dich mit dem Ding sehen, werden sie dich umbringen. Wirf das weg! Nein, das ist geil! Pass auf! Den Football-Teil habe ich nicht drauf. Das riecht nach Himbeere. Ja, es ist praktisch so wie Obst zu essen. Vapen ist nicht schädlich für einen? Kann es nicht sein, wenn Steven Dorff dafür das Schauspielen aufgegeben hat. Es wirkt so, als würden sie es für Kinder machen. Dieser Geschmack heißt Babyformel. Das probiere ich. Das schmeckt! Oh, guck mal! Wie in dem Film Ring! Hammer!
Und du! Giggity, giggity, krabbity, giggity! Brian, weißt du zufällig, warum Peter in den Geschirrspüler klettern wollte? Ich dachte, es ist eine Wohnung in Tokio. Entschuldige, Louis, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel getrunken. Getrunken? Es ist illegal, wenn er Alkohol trinkt. Warst du hier drin? War er hier? Ich kann sein Parfüm riechen. Hör mir zu, Brian. Kein Alkohol mehr in diesem Haus. Du bringst uns in Schwierigkeiten. Peter, vielleicht sollten wir einen anderen Ort finden, um uns zu trinken. Ja, ich glaube, du hast recht. Hey, soll ich mal die Rutsche darauf laufen? Klar. Oh, verdammt, meine Gürtelschnalle hat mir die Eingeweide zerfetzt. Hey, Peter, kann ich dich etwas fragen? Du verbringst doch nicht nur Zeit mit mir, weil ich dir Alkohol kaufen kann, oder? Was? Natürlich nicht, wir sind Freunde. Ja, genau, das wusste ich auch, das habe ich mir gedacht. Außerdem bringst du mir tote Vögel. Lois hasst sie, aber ich verwende sie gern, um auf andere Dinge zu zeigen. Wissen Sie, wo die Brötchen sind? Die stehen da drüben. Oh mein Gott, was zum Teufel ist das? Das? Das ist ein Zeigezeisig. Was zum Teufel? Hey, Sie! Gehen Sie von dem Tisch weg! Sowas! Gehirnfurz. Fenster, Entschuldigung. Keine Bewegung! Ich warne Sie! Ich will Ihre Hände sehen! Cleveland Junior? Mr. Griffin, Sie haben auf mich geschossen! Oh mein Gott! Peter, wo bist du? Peter! Okay, dann fange ich ohne dich mit Good Wife an. Puh, im Gegensatz zu dir hat's mich gerade nicht erwischt. Okay, als nächstes ist die Familie Braun dran. Oh, du meine Güte, es tut mir so leid. Manchmal notiere ich die Eigenschaften meiner Patienten, um sie nicht zu vergessen. Nein, ist schon gut. Unser Nachname ist Braun. Oh, okay. Puh. Dann muss das der fette Eierkopf sein. Pack die Geschenke aus. Ich schneide den Kuchen an. Wow! Was ist das für ein Planet? Das ist die Erde. Das ist ein Globus. Damit kann man lernen, wo die Länder sind. Du hast mir ein Spielzeug zum Lernen geschenkt? Was sagst du jetzt zu Mr. Swanson? Danke. Hey, Dad, du hast Post bekommen. Eine Karte? Das ist so eine Karte, wo man eine eigene Nachricht aufzeichnen kann. Dann mach sie auf. Hi, Peter. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren dir aus Virginia. Bis dann. Gut, Donner, ich bin fertig. Ich bring das zur Post. Ach, Scheiße. Guten Tag, Officer. Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Nein, Sir. Willst du frech werden? Wo hast du das Auto her? Oh, kommen Sie, Mann. Aussteigen, sofort. Ich hab nichts verbrochen. Hände auf den Rücken. Hey, komm her. Aua. Widerstand leisten. Ach, komm, auf Sie. Den Boden. Au. Hey, komm zurück. Ah, mein Arm. Oh, ich glaube, hier bin ich in Sicherheit. Ich glaube, er ist da. Mach die Karte zu. Es geht ihm bestimmt gut. Brian, warten Sie kurz, ich bin gleich wieder bei Ihnen, Mr. Schnabelschmidt. Brian! Was ist? Bestellen wir doch einen Kebab. Ein was? Einen Kebab. Aber ich will ihn in der Reihenfolge. Gemüse, Fleisch, Fleisch, Gemüse, Fleisch. Und Mr. Schnabelschmidt will eine Ente im Reisbett. Kann ich wieder gehen? Nein, nein, Brian, nein, kannst du nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe ein paar Kackbällchen in mein Schaumbad abgelassen und du musst sie mit diesem Fischnetz wieder rausholen. Tja, das mache ich nicht. Du musst aber, du bist mein Butler. Ich bin nicht dein Butler. Ich weiß, aber wär's nicht toll, wenn du's wärst? Ich würde mich so freuen. Das Einzige, worüber ich mich noch mehr freuen würde, wäre, wenn diese Badewanne voller Joghurt wäre. Kannst du mir Joghurt besorgen? Ist der Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Hör auf, das zu sagen. Was ist der beste Fruchtjoghurt? Wer kann mir eine schöne Joghurtpackung verpassen? Wenn du das nochmal so sagst, ersäuf ich dich. Joghurt. Ah, siehst du, du machst überhaupt nichts. Brian, ich weiß nicht, ob ich das kann. Hier ist es kälter als das Herz von Angelina Jolie. Sowas in der Art, ich weiß nicht, mir ist so kalt.
Sie hat dieser traurigen alten Frau den Mann weggenommen. Lass die Kälte nicht zu dir durchdringen. Stell dir vor, du bist an einem warmen Ort. Okay, das müsste ich hinkriegen. Heizung anschalten. Ja, bitte. Gut, wir haben die Ausstiegshöhe fast erreicht. Hat jemand noch Fragen? Ja, ich. Darf ich auf dem Weg runter iPod hören? Natürlich, solange es nicht Free Falling von Tom Petty ist. Ich lasse ihn einfach in der Tasche. Sonst noch Fragen? Ziehen wir es durch! Das war keine Frage. Hinten anstellen. Okay, ziehen wir es durch! Hey! Wow, ist das Harrison Ford? Ja, im Prospekt stand, er assistiert bei jedem Absprung. Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Er hat sogar Callista Flockhart mitgebracht. Ich glaube, das ist nur ein Blatt Papier. Gut, sie sah fett aus. Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Wie geil! Ja, das ist der Hammer! Ja, das ist wirklich unglaublich. Lasst uns dieses Gefühl für den Rest unseres Lebens mit Drogen immer wieder herstellen. Oh, es ist fast Zeit, die Reißleine zu ziehen. Wartet, Jungs. Ich habe eine Idee. Der Letzte, der den Schirm aufmacht, kriegt 20 Mäuse. Okay. Bin dabei. Ach, verdammt! Ich bin schon tot, Peter. Du siehst einen Toten vor dir. Vielleicht ziehe ich die Reißleine überhaupt nicht. Ach du Scheiße, ist das geil. Das letzte Mal war ich so gut drauf, als ich den Marathon gewonnen habe. Ich bin Bob Costas und spreche mit dem Gewinner des Boston-Marathons. Peter, wie haben Sie es geschafft? Ich sag's Ihnen, Bob. Ich bin in mein Auto eingestiegen und wenn mir jemand im Weg war, habe ich ihn plattgefahren. Jungs, während ich mich nach Wasserfahrzeugen in Seenot umsehe, brauche ich einen Statusbericht über die hydraulische Greifwinde. Jungs? Wir haben zu tun. Aquaman ist hier. Ich hab gesagt, ich bin nicht Aquaman. Ich bin der Submariner. Was hast du drauf? Ich bin wie Aquaman, aber Fische hören nicht auf meine Befehle. Das ist doch das Beste. Aquaman kommandiert nur Fische rum. Nein, er kann auch unter Wasser atmen und er ist so stark wie ich. Ist nicht jeder stark unter Wasser? Nein, nein, nicht so stark wie ich. Ich kann einen Riesenoktopus total weit wegboxen. Hey, Jungs. Hey, Aquaman. Ja! Hey, lass einen Fisch etwas machen. Ach was, Leute, ich weiß nicht. Na gut, dann mache ich vielleicht, das. Wow, ein echter Superheld. Ich habe kleine Flügel an meinen Füßen. Ja, es ist rum. Es ist rum. Geht das ein bisschen leiser? Ich muss ein FaceTime-Gespräch mit meiner Frau führen, wo wir gleichzeitig sprechen und dann aufhören und dann wieder anfangen und dann lachen müssen. Hallo, Schatz. Nein, red du. Du zuerst. Red du. Du zuerst. Du zuerst. Hallo, Paps. Oh Gott, Stewie, du bist so groß geworden. Nein, ich bin nur im Vordergrund. Du bist jetzt so groß wie deine Mutter. Er kapiert das mit der Perspektive nicht. Ich will mich von Mami verabschieden. Leb wohl, Schatz. Ich wollte gerade sagen. Alles ist kacke. Ich glaub's immer noch nicht, dass du diese Diebe verprügelt hast. Das Essen war köstlich. Ja, der Lachs, den du empfohlen hast, war toll. Kann ich helfen, Gentleman? Hey, das ist eine üble Gegend. Gib die Tasche her, Püppchen. Nehmen Sie Ihre Hände weg, egal wie viele von Ihnen noch kommen. Sie kriegen sie nicht. Und ab, du Arsch. Auf Sie, Jungs. Brian? Bleib da stehen, Kate. Ich regel das. Gefällt dir das, hä? Der Typ ist zäh. Unfair, kann Karate. Hübsche Kerle können auch sonst nicht so gut kämpfen. Und halt dich von meiner Freundin fern. Brian, ich kann auch Karate. Ich kann dir helfen. Halt dich da raus, Lady.
erwischt! Ich hab einen erwischt! Na, ja, und ich die anderen vier. Sie sind weg. Sie sind weg. Oh, die haben ein Geschenk für dich geklaut, aber immerhin geht's dir gut. Und es tut mir leid, dass ich bei der Symphonie geweint hab. Aber bei Romeo und Julia schmelze ich immer dahin. Wow, du trainierst ja. Wie ein Irrer. Ich finde, manchmal ist es besser, die Dinge langsam anzugehen. Frag mal ein Faultier. Hey, ist es manchmal besser, die Dinge langsam anzugehen? Ja. Und da du ja auch sehen kannst, sag mir doch, wie die hier aussehen. Die sehen ziemlich toll aus. Dann sag mir, wie sie sich anfühlen. Nächstes Mal. Auf manche Dinge sollte man besser warten. Wow, du bist ein wahrer Gentleman. Ja, gibt nicht mehr viele. Gut, er ist raus. Wenn ich dich warne, musst du sofort verschwinden, klar? Geht klar. Oh mein Gott! Was? Was ist? Er schläft in einem Etagenbett. Echt jetzt? Was ist das für ein Typ? Sekunde mal. Ist das... Bry, ich werde dich mal kurz weglegen. Stewie, nein, nicht... Stewie, du musst verschwinden! Stewie! Stewie! Er muss es irgendwie mitkriegen. Ja! Mann, fast geschafft. Oh Gott. Domino's. Oh, gut. Mittelgroße Pizza und Wings. Ist Blauschimmeldressing drauf? Danke sehr. Schönen Abend noch. Hm. Er ist raus. Haha, gut, Stewie.
Mann, das war knapp. Stewie, er hat dich gesehen, er hat dich über die Straße laufen sehen. Oh. Naja, was soll's, er weiß ja nicht, was wir hier tun. Ah, was? Was ist denn? Tja, das ist nicht gut. Louis, ich bin wieder zu Hause. Du weißt, was das heißt. Dass du die letzten 10 Minuten in deinem Auto gesessen und geweint hast? Nein, Peter, ich lese du eine Geschichte vor. Ja, zisch ab, Schnapsi. Ich kenne eine Geschichte. Sie handelt von einem kleinen Penis. Er schafft das schon. Er schafft. Eigentlich ist er sicher, dass er schafft. Er schafft. Hey, soll ich das regeln? Soll ich das regeln? Peter, warte im Schlafzimmer. Ich komm gleich. Gut, aber wenn ich vorher pinkeln muss, ist diese Nacht im Arsch. Im Arsch. Gute Nacht, Schatz. Mami hat dich lieb. Er ist groß, nicht wahr? Ja, Peter, richtig groß. Ja, er ist groß. Oh Gott, ja! Ah, ja! Oh, du benutzt das Ding jetzt gut. Ich liebe dich so sehr. Oh, Kacke, es ist fast 3. Ich muss dringend los. Wohin? Es ist Sonntag. Die Airline zwingt uns, an einem Seminar teilzunehmen. Was zu tun ist, wenn eine Drohne vor dem Flugzeug auftaucht? Ja, dieses gefährliche Verhalten ist in der Vollidioten-Community sehr verbreitet. Wirklich? Habe ich im Idioten-Newsletter nicht gelesen. Nur einen Artikel darüber, wie man Feuerwehrautos hinterherfährt, um schneller irgendwo hinzukommen. Wartet nur, bis ich am Golfplatz bin und mich wundere, dass es da nicht brennt. Das ist ein echtes Problem. Heutzutage kann sich jeder Trottel online eine Drohne bestellen. Oh. Es gibt keine Vorschriften. Oh. Und die meisten haben Kameras, sodass man Leute ausspionieren und ihre Privatsphäre verletzen kann. Oh. Bestellst du gerade online eine Drohne? Worauf du einen lassen kannst. Das wird ein Spaß, eine Drohne zu besitzen. Das wird noch spaßiger als Frühstück im Brot. Hi, Lois, das ist ein schöner Morgen. Darauf sollten wir einen Toast sprechen. Ich weiß nicht, was das soll, aber wir sind mit unserer Hypothek 4 Raten im Rückstand. Sowas, dann sollten wir vielleicht kleinere Brötchen backen. Ich werde die Kinder mitnehmen und eine Weile bei meinen Eltern wohnen. Unsinn, wir sitzen doch alle im selben Brot. Hier, bitte, Jungs, einen Schluck heißer Kaffee. Wo waren wir gestern Nacht überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Tasse Kaffee, Joe? Ja, danke. Ich weiß, dass wir von irgendwas total begeistert waren. Genau, genau. Wir hatten die Idee für ein Millionengeschäft. Weiß jemand noch, was es war? Noch Kaffee, Joe? Ich nehme gern noch eine Tasse. Hat das denn keiner aufgeschrieben? Wartet, vielleicht habe ich es in meiner Tasche. Peter, du rubbelst nur mit deiner Tasche über deinen Pimmel. Ich habe mir bloß einen Pickel an meinem Bein ausgedrückt, du Klugscheißer. Verdammt, ich habe es satt, dass wir immer unsere tollen Ideen vergessen, wenn wir saufen. Also im Job tragen wir Bodycams. Das könnten wir auch tun, während wir saufen. Das ist eine tolle Idee, Joe. Danke, jetzt bau die 3 Reklametafeln ab, die du über mich aufgestellt hast. Das ist nicht wahr! Na dann, los geht's! Wartet, Jungs, ich verabschiede mich noch von Lois. Wo zum Teufel willst du jetzt hin? Weißt du doch, in die Clam mit den Jungs. Oh, Überraschung, Überraschung, schon wieder ein Abend mit den Losern. Loser? Nenn mir für jeden 5 Dinge, die er nicht drauf hat. Mit Vergnügen! Lois schickt liebe Grüße. Gehen wir. Wie meint sie, dass ich gar keinen Maiskolben essen? Was kann ich dafür, wenn ich meine 2. Zähne nie bekommen hab? Sie sagt, ich nenne Vada Vada? Natürlich, das ist sein Name. Darth Vada. Ich bin deine Mutter, um ein berühmtes Zitat zu nennen. Sie sagt, ich spreche Gelatine komisch aus. Ich spreche Gelatine aus, wie alle Gelatine aussprechen. Du sprichst das komisch aus. Warte, warum sind nur 3 von uns in dieser Show? Ja, wo ist Quagmire? Oh mein Gott, ist das... Quagmire, du hast gepunktet. Oh, klasse! Oh nein, wartet. Es ist auf Video. Und das ist gar nicht klasse. Was ist, wenn mein Boss das sieht? Oder wenn mein Dad das sieht? Mach dich locker. Dein Gesicht ist doch gar nicht drauf. Du hast wieder geschafft, Glenn Quagmire. Oh mein Gott. Joe, du musst diese Aufnahmen löschen. Tut mir leid, die Aufnahmen werden automatisch jede Nacht ins Internet hochgeladen. Ins Internet? Oh mein Gott!